Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Umsi 2, der Bus-Simulator. Jawolla, jawolla, wir fahren von... mein Name ist Rabu, genau. Von der Falkensee 6.21 Uhr Richtung Bergstraße 7.24 Uhr sind wir erst da. Eine Stunde Busfahrt. Busfahren, Mama. Lass uns Bus fahren. Wo wollen wir hin? Wir fahren zum Bus. So, 6.21 Uhr. Seht ihr ja da oben. Ich stelle vor auf 6.19 Uhr, würde ich sagen, Leute. Ihr seht das ja leider nicht, wenn ich da jetzt drauf rumtippe. 6.19 Uhr. Eigentlich klar. Haben wir abgenommen. Abgenommen, Leute. Ja, ich habe richtig Bock auf eine Runde Umsi, bin ich ganz ehrlich. Und daher fahren wir heute eine Runde Umsi, der Bus-Simulator. Ja, wir fahren zur Bergstraße. Mal gucken, ob da auch ein paar Berge sind. Guckt mal, wie schön ich heute bin. Hallo, ich bin der Busfahrer. Ich habe sogar einen Anzug an. Ja, 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 ja. Ich bin heute ganz modern angekleidet. Und wir fahren jetzt einfach los. Ja, alles stinkt, alle Türen zu. Bus hat 15,5 Grad. Ich hoffe, dass es gleich etwas wärmer wird. Und wir düsen los, habe ich gesagt. Da war's. Ab geht's! Ach nee, C war's. So. Ich bin Umsi, der Busfahrer Umsi. Ey, blinken. Ja, knall einfach voll rüber, Alter, mit deinem Benz. Meinst du, du bist was mit... Ach, wir fahren Ziehharmonika von MHN. Ja. Oh. Ich war's nicht. Wir fahren weiter. Ich war's nicht. Ich hab den nicht angeschubst. Nein. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ganz unschuldig. Wir fahren einfach weiter. War was? Nein. Geht gleich gut los, die Folge. Komm rum, Baby. Haben wir. Haben wir geschafft. Ich mach mich. Grün. Ist klar, junge Frau. Ist klar. Gehen Sie einfach über die Straße. Ich fahre auch keinen Bus. Nein. Alter Schwede. Leute, ich bin lange nicht gefahren. Ich glaube, man merkt's. Irgendwie stimmt meine Kamera gerade nicht. So. Guten Morgen! Guten Morgen. Ja! Wie geht's Ihnen? Guten Tag! Guten Tag! Alte Schrapnelle! Hallo! Grüß Gott! Hallo. Ja, hallo! Einen normalen Fahrschein. Nein! Du kannst mich mal! Du hast schon mal deinen Fahrschein. Was kriegst du denn zurück? Das macht 15. Bitteschön. Ja. Schön, dass ihr alle eingestiegen sind. Ich habe keine Lust mehr. Wir bleiben jetzt stehen und fahren nicht mehr weiter. So. Nein. Scherz beiseite. Ab geht die Luzi. Ab geht die wilde Fahrt. Ab geht's, Leute. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt bei Umsi. Wir fahren über Kopfsteinpflaster, weil es heute so schön ist. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ja, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass jetzt irgendwann mal ein Update kommen würde von dem Spiel. Aber es gab nichts. Gar nichts, ja? Liebe Umsi-Entwickler, was ist los bei euch? Ha? Habt ihr alle keine Lust mehr, um das Spiel weiterzuentwickeln? Das ist doch ein totaler Erfolg, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Oh, hier wollen welche aussteigen. Aber wir fahren erst den Formel 1 Reifen. Ja, heute steht da mit Sicherheit wieder unter den Kommentaren, Glabur, nimm weniger Drogen. Ja, musste ich mir gestern auch schon anhören bei SimCity.
Fand ich nicht so toll. Hab da mich ganz traurig mitgemacht, aber ich hab's ja selbst gemerkt. So, hier ist die nächste Haltestelle. Und natürlich nehmen wir die zwei hübschen Damen natürlich mit. Na, meine hübschen Damen. Und ich glaube, ich bin falsch. Oh, nee, doch nicht. Oh, oh, oh. Was für ein Bug. Oh, 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 oh. Rubbel mich! Rubbel mir die Katze! Eine Tageskarte. die haben sich gerubbelt, die alten Schweine. Du bekommst 3 Euro wieder. Bitteschön. Das heißt, guten Morgen. Torte. So, Hakengas. Ich muss mal ganz kurz... Ich rolle mal so weiter, aber ich habe gar keine Uhr an. Und ihr möchtet ja lieber, dass ich Hallo und Tschüss sage. So, ja, dann sage ich mal wieder Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal bei Umsi, der Bus-Simulator. Nein, Scherz beiseite. Wir fahren natürlich jetzt hier weiter. Ja, ich habe extra so dümmer, so ein schönes Tag werdendes Wetter genommen. Fand ich persönlich nicht so schlecht. Wir haben ja leider keinen Schnee, vielleicht in manchen Regionen oben im Harz oder so. Die haben jetzt ja so ein bisschen schon was bekommen. Aber sonst gibt es ja wirklich keinen Schnee. Und ja, dann habe ich mir gedacht, warum soll ich dann mit Schnee fahren? Wenn es draußen sowieso nicht schneit, ne? Wir haben schon eine Minute Verspätung. Trotz, das war hier ganz schön einen dran lang knallen, finde ich. So, Türen gehen auf. Steigen Sie ein und hören Sie auf zu rubbeln. Morgen. Morgen. Einmal normal, bitte. Einmal normal, bitte, mein junger Mann. Kriegen Sie. Danke. 2 Euro, bitte. Hier sieht alle ganz schön scheiße aus heute Morgen. So, und sagt mir jetzt einer, wo ich lang soll. Hier sind keine Pfeile, geschweige irgendwas anderes. Wir fahren jetzt mal bis dahin. Bleiben mal stehen, drücken mal F3. Und spannen mal. Ich kann hier nicht sehen, wo wir lang sollen, Leute. Da hinten ist die nächste Sackgasse. Also ich gehe davon aus, dass wir rechts müssen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es geht schon wieder gut los, ja. Na, wir planen jetzt einfach mal. Oh, was war das? Ja, wir sind sogar richtig abgebogen. Boah. Ja, voilà. Ja, wer kann Bus fahren? Glabur kann Bus fahren. Bergstraße kommt jetzt als nächstes. Jawolla. Hackengas. Lass jucken, Baby. Haben wir gar kein Licht an? Oh, wir haben Licht an. Wir haben Licht an. La 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 la. Da da da. Komm, Baby, lass jucken. Da kommt nichts, Leute. Da kommt nichts. Also ich hab den Fuß wirklich unten im Bodenblech. Ja, und die hinteren, die Passagiere, die müssen schon laufen. Eieiei, wir fahren hier die Kuhdörfer anscheinend ab. Ja, hier können wir auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit gut machen. Mal Blinker setzen. Ah, der biegt ab. Sehr schön. Oh. Hohohoho! Wir sind da. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Wenn ich mich hier. Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, das war ein kleiner, rasiger Rallye-Reif. Aber 2 Minuten schon wieder verspätet. Plus 2 Minuten. Will die mich verarschen? Naja, egal. Darauf nehmen wir ja eh nicht ganz so viel Wert. Auf diese ganzen, Zeiten, wo ich eigentlich da heute mit gerechnet habe, dass ich mal pünktlich bin. Oder jetzt gerade damit gerechnet habe, dass ich pünktlich bin, weil wir eigentlich ziemlich
zackelig fahren hier. Ja. Aber gut, der C-Monika beschleunigt natürlich auch eine ganze Ecke langsamer wie die normalen Busse. Aber gut. Da will gleich jemand aussteigen. Aber wir lassen den Fuß voll auf dem Gas. Nur so kann ich etwas aufholen. Der fährt nicht gerade, die alte Schnüssel. Ja, hier müsste mal die Spur eingestellt werden. Ja, wir holen jetzt Zeit auf. Oh, die Leute gehen schon los. Ich sehe die Bushaltestelle noch gar nicht. Da vorne. Alter Schwede, was wackelt der denn so? Junge, 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 ey, den kannst du nicht gerade fahren. Alle einsteigen, können Sie rausschauen. Ah. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ach so, heute bist du freundlich zu mir. Ach so. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag... Ja, ja, schieb ab. Halt die Schnauze. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler, kriegst 8 Euro wieder. Willst du mich eigentlich verarschen? 2, 4, 5, 10. Oh, ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, war ich zu viel. Eine Tageskarte, du bekommst 3 Euro wieder. Oh, sehr schön. Weiter geht's. Bölte! Lass jucken, Babys. Ja, dass ich hier die Kuhdörfer abfahre, das wusste ich in dem Sinne auch nicht. Ich habe vorhin nur noch eine Fahrt gesucht, die wir halt nicht gemacht haben. Und dann denke ich so, von da aus bist du noch nicht gestartet und auch nicht gefahren. Also, gehen wir mal ab hier. Ja. Und ich wollte eigentlich erst vom Schulzentrum fahren. Aber ich habe keine Linie gefunden vom Schulzentrum. Also mit dem Einstellen der Linien, damit komme ich noch nicht so ganz klar. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal wünsche ich mir, wenn man da dann eingibt, sage ich jetzt einfach mal Bergstraße und er dir zeigen würde, welche Linien du alles fahren könntest. Würde mir persönlich gut gefallen. Und überall hier schön die Maisfelder. Und hier schon wieder mit über 60 auf den Landstraßen. Aber nur so klappt es. Oh, steht ein Trabi an der Seite. Hallihallo, hallöle. Hier ist der Kevin. Jetzt kommen wir wohl wieder in die Stadt. Ja, war eigentlich ganz gut, dass ich Zermonika genommen habe. Morgen heißt das. Auch für dich, junge Frau. Aha. Hallo, Herbert. Alles klar? Heute schon piep, piep, piep und drüber nachgedacht. Hey, die Älteren von euch wissen, was ich meine. Deswegen mache ich piep, piep, piep. Heute schon und drüber nachgedacht. Der Bus ist ganz schön voll. Ah, hier ist nur noch 30. Ja, aber nicht bei einer Minute Verspätung. Dann heißt es pro Räder. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Ich glaube 6. Also, das ist aber ganz schön schnell dann. Lasst euch froh und munter sein und den Sommer endlich nach Hause kommen. Guckt euch mal das Bild an. Wir sind voll schief. Ach so, ich fahre auf dem Bürgersteig. Oh. Ah, keiner einsteigen, keiner aussteigen. Weiter geht's. Lustig, lustig, la 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 la. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Naja, wann wird's mal eigentlich wieder richtig Winter, wenn ich ganz ehrlich bin, ja? Mein Junior sagt zu mir, wann können wir mal eigentlich wieder einen Schneemann bauen und fottern, ey? So sagt das nicht, aber, ja, ich kann die Kinder von heute vollkommen nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil mein Junior wird 8. So. Und ich glaube, in den 8 Jahren gab es keinmal hier bei uns in der Region richtig Schnee. Also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja,
Klar, so ein bisschen Schnee etc., dass man mal vielleicht so einen kleinen Schneemann bauen konnte. Aber sonst war's das auch. Das muss man jetzt mal wirklich sagen. Los, beschleunige! Voran mit dir! Also finde ich auch nicht so toll. Das einzigste Tolle ist, man hat keine Heizkosten. Na, Herbert? Hallo. Oh. Guten Morgen. Morgen. Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. 50 Cent macht 2, 3, 5, 10. Bitteschön. Morgen. Einmal Morgen. Normal, bitte. Einmal normal, bitte. Macht 2 und 5. Na, oh, schieb ab, du mit deinem roten Pullover. Ich kann dich nicht leiden. Ich glaube, es war unsere erste oder zweite Fahrt, wo der mich so doof angemeldet hat. Weißt du eigentlich, dass du so spät bist? Arschloch. Das fällt mir nicht mehr zu ein hier. Ich finde, dass die Zeiten wirklich sehr, sehr eng bemessen sind in Umsi. Ja, und wenn du dir überlegst, dass ich da vorher mit 70 lang geknallt bin, ist das nicht so toll. Was ich geil finde mit den ganzen Laternchens und sowas. Das hatten wir aber hier gerade 2-3 Lecks. So ein Mist. Ein Hochsinn der Gemütlichkeit. So. Guten Morgen. 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 Erna! Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein bitte! Dankeschön. Da kann man dich nicht mal bescheißen, du alte Schrinken. Ja, ich sag ja gar nichts mehr, ich bin mich ja schon. Und hier, Monika. Komm da rum. Man muss ja immer einen schönen großen Wendekreis nehmen. Blinker aus. Und man kommt auch wirklich schwer voran, ja. Also ich stehe hier nur auf dem Bleifuß. Außer natürlich jetzt. Das ist ja logisch. Einsteigen, können Sie rausgucken. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Na, du brauchst doch keinen bezahlen, gute Frau. Bitteschön. Eieieiei. So, jetzt aber hier. Ganz schnell mal vorankommen, ja? Und tschuk, tschuk, tschuk. Ja, ja, fahr mir gleich in meinen Bus. Ja, du Tortenarsch. Hier überholen und dann gleich wieder in die Bremse gehen. Das sind die richtigen Vollpfosten. So, Engel möchte auch mal wieder welche aussteigen. Wenn ich ganz ehrlich bin, es wird auch Zeit. Der Bus ist ganz schön voll. Aber wir haben gar keine Anzeige oder geschweige irgendwas anderes bekommen, weil ich den anderen umgefahren habe. Ich habe doch gesagt, ich war das nicht. Ja, er war schuld. Steiger, komm rein, können Sie rausgucken. Guten Tag. Du möchtest nicht. Schön. Frecher Sack. Weiter geht's. Alter Schwede, wenn du in den Rückspiegel guckst, siehst du, wie voll der Bus ist. Da kommt nichts mehr, Leute. Das Ding ist zu schwer. Alter Schwede. Oh, Bahnschienen. Warum gehen die nicht runter? Ich würde viel, viel lieber, dass jetzt da ein Zug kommt. Oh, schade, 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 schade. Oh, Blinker setzen und wieder rüber. Aussteigen will nur jemand. Aha. Guck mal, dann rennen sie los. So auf den letzten Drücker. So. Hallo. Da, Boss. Hallo. Hallo. Verpiss dich mit deinen Augenrändern.
Oh, wir haben 25 Grad im Bus. Heilige Scheiße, hier ist eine Sauna. So, irgendwie das Gebrumme im Hintergrund weg. Was ist jetzt so? Jetzt mach ich die Heizung aus, das Ding leckt oder was? Hallo, Umsi. Werd wach. Ja, ich hole gerade den Staub aus dem Bus hier. Ich würde sagen, da haben wir gerade gut geheizt. Boah, komm, den Mercedes kriegen wir. MAN, Mist aus Nürnberg. Los! Wir haben Rot. Na los, werd grün. Ey, doch, klappt doch. Junge, Junge, ey, da geht gar nichts mehr, kommt dabei rum. Oh, 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 oh. Jetzt leckt's aber gerade ganz schön viel hier. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oh, noch mehr Leute. Das war's? Ist der Bus voll, oder was? Jo. Ja, guckt euch das an. Der Bus ist voll. Heilige Scheiße. Mein Bus ist voll, die dumme Sau. Er macht nicht Kleff, er macht nur Wau. Eigentlich heißt das, mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Er macht nicht Kleff, er macht nur Wau. Ja, da ist der Bus voll, Leute. Auch nicht schön. Hm. Ich hoffe, dass gleich mal ein paar Leute aussteigen hier. Mal gut, dass wir einen Ziehharmonika genommen haben. Ich wollte erst mit dem normalen fahren, aber ich finde eigentlich den Ziehharmonika sehr geil zum Fahren. Keine Ahnung, was ich gerne hätte, wäre Frauen mit Kinderwagen und all sowas. Also, sowas wäre auch schon sehr nice. Ja, da brauchen wir nicht anhalten. Hier brauchen wir nicht anhalten. Da ist kein H. Hier müssen wir anhalten. Na toll, eine steigt aus, einer steigt ein. Was möchtest du denn? Ach, du möchtest einen Fahrschein. 3 Euro. Bitteschön. Ja, umso, wenn keiner aussteigen, dann, kriegen wir auch keine neuen Fahrgäste. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es ein Bus in Umsi voll wird. Ich hätte gedacht, weißt du, die würden einfach quetschen, bis der Arzt kommt. Aber anscheinend nicht. Wir sind voll. So mega, mega voll. So, was mit aussteigen? Aussteigen möchte keiner. Hm. Einsteigen möchte auch keiner. Gut, dann weiter. Unten rechts. Jetzt möchte eigentlich mal wieder jemand aussteigen. Sehr schön, sehr schön. Ist das vor der Ampel oder hinter der Ampel? Vor der Ampel. Und keiner einsteigen. Auch nicht schlecht. Was ist los hier? Oh, jetzt sind mal ein paar mehr ausgestiegen. Donnerwetter. Oh, der zieht einfach rüber, der zieht einfach rüber, der zieht einfach rüber. Ist schon klar, ne? Nur mit deiner Zwiebackfräse da vorne. Mann, oh Mann, oh Mann. Aussteigen möchte keiner. Einsteigen müssen wir immer jetzt ein bisschen gucken, ob da wirklich Leute einsteigen wollen. Ja. Ja, jetzt wollen sie gleich die Plätze wieder voll machen. Mal gucken, wie viele einsteigen dürfen. Stehen bleiben. Ja, grüß Gott. Morgen. Hallo. Okay, macht 5, macht 10, bitteschön. Einmal kurz stecken. Bitteschön. Weil ich muss jetzt einmal gucken, wo wir lang müssen. Ich gehe davon aus, geradeaus. Gut. Hallo.
Ah, geht doch. Oh, jetzt kriegen wir auch noch rot. Rot wie der Leber. Ja, Leute, aber das ist ein guter Punkt, um zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten bei Umsehen 2, der Bus-Simulator. Mein Name ist Glabur. Morgen kommt die nächste Folge. Euer Glabur. Tschüssikowski.